Es wird spannend. Ich zeig dir jetzt die ersten Bilder von Malisa. Und ich kann dir so viel sagen, sie spricht sehr, sehr offen über eure Beziehung und wie abhängig du eigentlich von ihr bist. Let's go, zeig mir was. Also wenn ich sehe, dass Fabio mit dieser Shirin weiterhin eine emotionale Bindung noch intensiver aufbaut oder es zu irgendwelchen Handlungen kommt, dass er sie küsst oder sie bei ihm schläft, dann soll er die nehmen, glücklich werden und dann ist gut. Ich bin so geflasht gerade davon und geschockt, wie sich ein Leben innerhalb von so kurzer Zeit einfach um 180 Grad ändern kann. Der kriegt ja alleine gar nichts auf die Reihe. Er weiß nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. Ich schreibe gar nichts mehr für den. Der kann nicht mal Rechnungen schreiben. Wer schreibt ihm denn hinterher die Rechnung? So lustig. Weiß gar nichts zu schätzen an ihr. Gar nichts. Ja, der ist dumm. Der hat jetzt nicht so viel auf dem Kasten. Der hat all sein Möbel verkauft, alles. Der wohnt komplett bei ihr. Sie macht alles für ihn. Der kriegt gar nichts scheinbar ohne sie auf die Kette. So lächerlich, ist so peinlich. Er ist ohne dich nichts und er ist ein Witz. Und deswegen denkst du dir, ja, okay, im Kopf irgendwie so, ja, mach halt. Mach, aber ich glaube, Problem, was du ohne mich hast. Ich glaube, er denkt, so, er kann so oder so machen, was er will. Du kommst eh zurück. Also kann ich was sagen? Du darfst was sagen. Ich bin rausgezogen aus meiner Wohnung und ich habe meine Möbel verkauft, weil die nicht in Malisas Wohnung passen. Und sie wollte, dass ich zu ihr umziehe. Das habe ich für Liebe gemacht. Nur nicht, weil ich will, dass sie mir die Rechnungen schreibt. Aber würdest du sagen, dass du abhängig bist von ihr? Ich bin nicht abhängig von ihr. Ich bin gar nicht abhängig von ihr. Wenn sie eine Rechnung für mich schreibt, das finde ich nicht schlimm. Wenn du deinem Freund helfen willst, denkst du, dass er mit dir ist, weil er eine Rechnung braucht? Was ist das für ein Bullshit, Mann? Jetzt unsere Liebe ist so basiert auf die Rechnungen? Wie kann man sowas sagen? Das scheint dich ja schon gerade zu treffen, was sie sagen. Ich habe keine Wörter, wirklich, ich bin sprachlos. Was ist das für ein Scheiß? Malisa erzählt, dass sie eine Rechnung für mich schreibt. Wow, und? Deswegen bin ich mit ihr zusammen? Was ist das? Ich liebe sie. Wenn du einen Menschen liebst, dann möchtest du den ja eigentlich nicht verletzen. Ich möchte Malisa gar nicht verletzen. Deswegen halte ich mich an unsere Abmachungen. Sie hat mir gesagt, bitte verletz mich nicht. Bitte blamier mich nicht. Und ich tue alles Mögliche, um sie nicht zu blamieren. Ich bleibe in meinen Grenzen. Ich weiß, wo die sind. Ich habe eine Menge Kontrolle. Und bis jetzt habe ich nichts Schlimmes getan, denke ich mir. Noch eine Frage zum Schluss. Ja. Glaubst du, dass du so, wie du jetzt bist, so wie du drauf bist, was ja auch dein gutes Recht ist, aber glaubst du, dass du Malisa so langfristig glücklich machen kannst? Das ist genau der Punkt. Ich weiß nicht, ob unsere Beziehung halten kann. Ich liebe sie wirklich sehr und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Aber du sagst ja, du würdest alles für sie tun, aber so wirklich verzichten willst du ja nicht. So wie die Sachen jetzt sind, denke ich mich, dass ich mich nicht ändern kann. Und sie weiß das auch, weil sie mich kennt. Was in die Zukunft passieren kann, das liegt an die Zukunft. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Ich danke dir. Danke. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Geh zurück in deine Männervilla und feier schön. Ja, ich weiß nicht, ob ich feiern kann. Danke, Lola. Bis Ciao. Bald. Bis bald. Sie hat mich einfach nur heute verletzt. Ich hatte sowas nie getan. Ich würde nie schlecht über meine Freundin reden, mit fremden Leuten. Ich bin auf jeden Fall von heute sehr enttäuscht von ihr.
Ihr wollt noch mehr Versuchungen? Dann geht's hier entlang zu unserer Temptation Island Playlist. Und wenn ihr die ganze Folge noch nicht gesehen habt, dann holt es sofort nach und klickt hier.